Um die Ausgangslage der Märkte zu beschreiben, sollte man sich zwei Dinge bewusst machen. Erstens, wir sind bei den Aktienmärkten in einer Seitwärtsphase, werde ich Ihnen gleich mal zeigen. Und zweitens, wenn die Renditen fallen, so derzeit das Muster an den Märkten, fallen auch die Aktienkurse. Wenn die Renditen steigen, dann steigen die Aktienkurse. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Aber es gibt jetzt einen entscheidenden Punkt, eine entscheidende Schlacht, die derzeit stattfindet, die wahrscheinlich diesen Krieg, wenn man das so bezeichnen darf, entscheidet, denn da fällt die Entscheidung und das sind die Anleihemärkte und das werde ich Ihnen hier in dieser Grafik mal zeigen, denn die sind an einem neuralgischen Punkt. Hier sehen wir den TLT, ein ETF auf US-Staatsanleihen, das vor allem länger laufende US-Staatsanleihen abbildet. Hier sehen wir, dass wir an die obere Begrenzung des langjährigen Aufwärtstrends jetzt ankommen, dass wir also einen unglaublichen Siegeslauf haben der Anleihekurse, wenn die Kurse steigen. Und dann fallen die Renditen und wir haben ja jetzt die Situation, dass wir hier etwa die 30-jährige US-Staatsanleihe das erste Mal deutlich unter 2% haben schließen sehen. Neues Rekordtief am Schlusskursbasis aktuell 1,958%, während die dreimonatige Anleihe etwa etwas mehr rentiert mit 2,0%. Und David Rosenberg konstatiert hier in diesem Tweet, wir haben jetzt eine Invertierung auch der dreimonatigen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe, die so lange geht, nämlich 3 Monate. Jedes Mal, wenn diese Invertierung 3 Monate dauerte, dann gab es eine Rezession. Die Anleihemärkte sagen also Rezession. Und wir haben jetzt eben dieses charttechnische Muster, dass wir hier an Widerständen sind, dass wir hier diesen extremen Aufwärtstrend möglicherweise nach oben verlassen oder davon abprallen. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Die kommen jetzt sozusagen die Anleihekurse wieder zurück, werden dann die Renditen wieder nach oben gehen und gehen dann, wenn die Renditen steigen, auch die Aktienmärkte wieder nach oben. Das ist die Frage, denn es könnte auch sein, dass die Renditen aus den falschen Gründen steigen. Wir haben gestern nämlich den ehemaligen Fed New York Fed-Chef Dudley gehört, der gesagt hat, die Fed muss jetzt gegen Trump agieren, darf sich nicht von Trump treiben lassen, der eskaliert den Handelskrieg, die Fed muss darauf reagieren mit Zinssenkungen, das soll der US-Präsident selber ausbaden. Dementsprechend könnte es sein, dass eine zu zögerliche Fed, die die Zinsen zu langsam senkt, möglicherweise dann zu einem Anstieg der Renditen führt, denn die Anleihemärkte haben auch eingepreist, dass die Fed jetzt in einem Zinssenkungszyklus ist. Also praktisch mehrfach jetzt die Zinsen senken wird. Wenn das nicht passiert, würden die Anleiherenditen steigen. Aber die Aktienmärkte würden eben auch fallen, denn die haben auch das eingepreist, dass die Fed einen Zinssenkungszyklus starten wird. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die natürlich dafür sprechen, dass wir hier rezessive Tendenzen haben. Wir haben hier die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Blau Gewerbe, gelb haben wir Dienstleistung, zeigt alles sehr, sehr deutlich nach unten. Wir haben kürzlich, das ist ein bisschen untergegangen, das wollte ich Ihnen zuerst hier zeigen, eine Revision bei den neu geschaffenen Stellen in den USA gesehen für das Jahr 2018. Die sind massiv nach unten korrigiert worden. Da sehen wir hier die Korrektur, hier die ursprüngliche Annahmeberechnung. Das zeigt, dass sozusagen der Arbeitsmarkt gar nicht so toll dasteht, wie eigentlich aus den Zahlen zunächst schien. Wir haben dann noch hier diese Grafik, die ich Ihnen zeigen wollte, die Corporate Profits After Tax, also hier praktisch die Profite der US-Unternehmen, die eben auch revidiert wurden nach unten. Das ist die ursprüngliche Meldung. Blau, gelb ist die Revidierung. Also im Nachhinein werden diese schönen Zahlen immer weiter nach unten korrigiert. So könnte man es zusammenfassen. Und das spricht dafür, dass die US-Wirtschaft schon erste Problemchen zeigt. Das sehen wir hier zum Beispiel auch bei den sogenannten Mortgage Defaults. Das sind praktisch Zahlungsausfälle bei Immobilienkrediten und die steigen das erste Mal seit der Finanzkrise wieder. Wir sind also über der Nullermarke, plus 3%. Wir waren eigentlich seit 2009 waren wir konstant, dann seit 2010 sind wir unter 0% gewesen. Also die waren permanent ein Stück weit rückläufig. Jetzt haben wir das erste Mal die Tendenz hier zu stärkeren Zahlungsausfällen. Ich hatte gestern eine Statistik gezeigt, die klar macht, dass auch die Studentenkredite, ein Massenphänomen in den USA, dass auch hier die Ausfallraten steigen. Gleiches gilt für Subprime-Loans im Autobereich, also für weniger bonitäre Schuldner. Die kommen, wenn sie ihr Auto
finanzieren lassen, auch gehäuft in Schwierigkeiten. Wir haben also viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass wir hier wirklich Probleme bekommen, auch in den USA. Und jetzt ist die Frage, wie wird die Fed reagieren? Wird sie schnell genug reagieren? Wird sie diesen Zinssenkungszyklus machen oder eben warten und Trump die Suppe auslöffeln lassen? Das ist die große, die entscheidende Frage, die wahrscheinlich jetzt ansteht. Schauen wir uns vielleicht die Dinge noch an, die berichtenswert sind vielleicht. Wir haben ja in 2018 die These gehabt, naja, wenn die Renditen steigen, ist das positiv für die Aktienmärkte, weil es zeigt, dass die Wirtschaft brummt. In 2019 haben wir jetzt die Situation, dass die Renditen kollabieren geradezu. Und jetzt sagt man, ja, das ist ja gut, weil dann gibt es keine Alternative mehr zu Aktien. Also so ganz stimmt die Argumentation nicht. Das ist genau der Punkt. Darauf referiert auch Donald Trump in einem neuesten Tweet. Die Fed hat praktisch die amerikanischen Hersteller, die Manufacturer hängen gelassen, sagte Trump. Apropos Trump, um das noch abzuschließen, die Deutsche Bank hat jetzt klargemacht, dass man die Steuerunterlagen von Donald Trump hat. Da gibt es ja eine Anfrage, eine Untersuchung und möglicherweise ist die Deutsche Bank eben gezwungen, diese Steuerunterlagen rauszugeben. Das, was Trump ja unbedingt verhindern will, offenkundig. Hat er da was zu verbergen? Das ist die große Frage. Kann ihm das gefährlich werden? Das ist die zweite Frage. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. Charts von Capital.com, 2873. Wir sehen hier diesen Abverkauf vom Freitag, Zoll, dann die Erholung. Jetzt sind wir gestern leicht negativ rausgegangen bei den Hauptindizes in den USA. Der Russell 2000 Nebenwerteindex dagegen deutlich über 1% im Minus. Wir haben ein ähnliches Bild bei den anderen Märkten in den USA, aber wir sehen hier eigentlich diese Seitwärtsbewegung, die der Fall ist. Wir haben eigentlich eine Range beim S&P 500 zwischen 2820, da haben wir einen Dreifachboden, aber wir haben bei 2940 ein Vierfach-Top. Das ist derzeit die Lage. Schauen wir uns den DAX an, wie er sich jetzt präsentiert. 11.708 aktuelle Taxe. Wir sehen den Euro bei 1,1087. Gold kommt ein bisschen runter, 1.335, das amerikanische Crude Oil. $55.40, wieder etwas robuster, nachdem gestern die API-Lagerbestände massiv gefallen sind, über 11 Millionen Barrel Rückgang. Und nachdem der Iran gesagt hat, naja, wenn ihr die Sanktionen nicht aufhebt, liebe USA, dann brauchen wir gar nicht erst reden. Das hat dann den Ölpreis wieder nach oben gebracht. Wir haben heute im asiatischen Handel relativ wenig Bewegung, leicht freundliche Märkte. Das Fixing der chinesischen Notenbank etwas schwächer, aber eben nicht so schwach, wie der Markt erwartet hatte, nachdem der Offshore-Yuan gestern weiter gestiegen ist. Mal sehen, wie wir jetzt heute uns verhalten. Die Anleihemärkte sind der entscheidende Trigger. Kommt da der Ausbruch noch weiter nach oben oder scheitern wir eben jetzt hier angesichts eines RSI, eines relativen Stärkeindex, der schon sehr, sehr angespannt ist? Wir haben Rekord-Long-Positionierungen am Anleihemarkt. Also der Weg des größten Schmerzes wäre, dass sozusagen die Renditen wieder steigen. Das würde die meisten auf dem falschen Fuß erwischen. Der Grund für diese steigenden Renditen wäre die entscheidende Frage für die Aktienmärkte. Wenn sie steigen, weil die Fed nicht so die Zinsen senkt wie erwartet, wäre es schlecht für die Aktienmärkte. Wenn Beruhigung kommt, weil Trump plötzlich einen Deal machen will, weil irgendwie die Dinge plötzlich ganz toll sind und dann die Renditen steigen, dann wäre es gut für die Aktienmärkte. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen erneut sehr heißen Mittwoch. Bis dann, Servus und Ciao.